Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video erzähle ich euch ein wenig über mein Auslandsjahr 2018-2019. Und manche denken sich jetzt so, what the fuck, das ist noch voll lange hin. Aber das ist nur noch ein Jahr und irgendwie ein bis zwei Monate. Und deshalb dachte ich mir, integriere ich euch jetzt schon so ein bisschen da rein, weil ihr ja schon recht viel von meinem Leben mitbekommt, auf Snapchat, Instagram und so weiter. Und deshalb bekommt ihr dann lieber von Anfang an alles mit, wo ich dann noch mehr und besser über die Dinge erklären kann, wenn ich noch alles so weiß, wisst ihr. Also halt einfach, dass ich mich besser an die Dinge erinnern kann, wenn ich das jetzt drehe, als nach zwei Jahren. Und dass ihr halt Bescheid wisst, nicht, dass ich dann plötzlich einfach weg bin. Ich werde euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn etwas Spannendes passiert ist. Denn jetzt geht es erst dann so um die Vorbereitungen, um die Bewerbung und so weiter. Und wünsche ich ganz viel Spaß. Los geht's. Ich recherchiere schon seit über eineinhalb Jahren über so Auslandsjahr und so weiter. Und ich habe mich vor allem sehr für Australien interessiert. Aber es gibt so eine Regel, die mich ein bisschen nervt, aber die ich noch nicht so lange weiß. Dass nur so viele Schüler nach Australien gehen können, wie auch Schüler nach Deutschland kommen von Australien halt. Ihr wisst, was ich meine. Und es wollen nicht so viele Aussies nach Deutschland. Das ist gar nicht schlimm oder so, aber ich habe mich jetzt auch für USA beworben, da mich das auch interessiert. Und jetzt erzähle ich euch erstmal, wie ich so recherchiert habe, bei welchen Organisationen ich mich beworben habe und so weiter. Also ich habe halt einfach mal so geguckt, was es für Organisationen gibt. Zum Beispiel Travelworks, Step In, IFS. Es gibt auf jeden Fall richtig viele Organisationen, die das anbieten, aber ich habe mich dann einfach so bei denen beworben, die mir so sympathisch rüberkamen. Also wenn mir so irgendwas nicht gefallen hat, dann habe ich mich dafür auch nicht beworben. Das ist so ein Aber, gibt so einen richtig negativen Punkt, der euch sofort auffällt, dann wird es vielleicht auch noch weitere geben. Und das kann auch bei anderen passieren, aber so ein kleines negatives Ding kann man ja vielleicht einstecken, aber ganz viele finde ich dann nicht so toll. Und dann schickt man erstmal so eine Kurzbewerbung hin. Bei manchen sind die recht lang. Also ich musste auch mal so eine 8-seitige per Post schicken, die wir aber einfach gefaxt haben. Und ja, die Kurzbewerbung ist ganz einfach. Manchmal kommt dann auch für so Stipendien der Gehalt der Eltern und so weiter. Aber eigentlich sonst nur so Name, Adresse und die Telefonnummer, die ganz wichtig ist. Und die E-Mail-Adresse da, die dich dann nach einigen Tagen kontaktieren werden. Ich wurde heute zweimal kontaktiert und dann machen die am Telefon ein Beratungsgespräch aus. Das geht alles super, super schnell. Also wenn du dich heute bewirbst, werden die vielleicht morgen oder übermorgen schon bei dir anrufen, wahrscheinlich erst übermorgen. Und dann machen die halt ein Beratungsgespräch in den Städten aus, wo du kannst. Und ich habe zum Beispiel jetzt schon eins ausgemacht, was schon recht bald ist und ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt. Aber sie hat mir halt so erklärt, wie das alles abläuft. Sie hat mir halt so erklärt, dass ich einfach so ein bisschen gefragt werde, warum ich überhaupt so nach Australien oder in die USA will. Ich glaube, das ist für die USA, ja. Also warum ich in die USA möchte. Und dann fragt sie dich halt so richtig viele Sachen und auch so ein bisschen was auf Englisch. Aber sie meinte, ich soll davor keine Angst haben. Also das ist nicht so am schlimmsten. Und wir haben auch eine Viertelstunde lang telefoniert. Ich durfte ihr alle möglichen Fragen stellen. Also es ist super lieb. Das ist bisher mit IFS. Und mal schauen, wie es dann so abläuft. Ich habe auch so ein Konto bekommen, wo ich dann alle Übersichten habe und so bei IFS. Und deshalb ist das so, man fühlt sich schon direkt so geborgen und so eingeschlossen. Und sie hat mir halt super viel erzählt, was ich echt hilfreich fand. Ich durfte alles fragen. Ich habe, glaube ich, 4 Fragen gestellt. Und dann kam es halt zu dieser Viertelstunde. Und sie waren halt alle super, super lieb. Erst wurde ich halt aus Bonn angerufen und dann noch von dieser, meiner Ansprechpartnerin sozusagen. Und ja, dann gehe ich bald zum Beratungsgespräch und dann schauen wir weiter. Dann werde ich bald eine Mitteilung bekommen, ob ich denn angenommen wurde oder nicht. Ja, bisher erstmal das. Jetzt kommen wir zu den Stipendien. Nämlich gibt es ganz, ganz viele Stipendien. Bei den einzelnen Organisationen gibt es Stipendien, also zum Beispiel haben Step In und IFS so einzelne Stipendien, so Vollstipendium oder Teilstipendium. Teilstipendium ist zum Beispiel, dass wenn der Betrag jetzt 9000 Euro sind, dann ist ein Teilstipendium zum Beispiel 4000 Euro oder so. Man kann sich auf viele, viele, viele Stipendien bewerben und
ja, das ist eigentlich recht einfach, wieder eine Bewerbung. Man schickt noch seine Zeugnisse hin, also als Fax oder als E-Mail oder halt als Postings. Und ja, dann gucken die einfach so, was man so für Noten hat und so weiter. Und dann gibt es noch diese Vollstipendien, wo euch einfach alles bezahlt wird. Und ja, die kann man auch so sich bewerben, aber meistens muss man einen kreativen Beitrag leisten. Also das heißt, dass man zum Beispiel ein Video erstellen muss oder einen Text schreiben. Was sie so von euch erwartet, ist hauptsächlich, dass ihr sehr offen seid, sehr motiviert seid, sehr fröhlich seid und überhaupt nicht schüchtern. Also das ist so das, was die sich erhoffen. Sie meint auch zu mir am Telefon, ja, das ist super, dass du so offen bist und das freut mich ja total und so weiter. Und man hat halt einfach größere Chancen, wenn man sich nicht verstellt, glaube ich. Und wenn man einfach so ist, wie man halt ist und trotzdem aber halt offen bleibt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin eine recht selbstbewusste und offene Person und gehe gerne auf Leute zu. Und deshalb, ich glaube, wäre ich schüchtern, wäre das Telefonat nur ein paar Minuten lang gewesen. Aber so hat es halt gut geklappt. Und bei manchen Organisationen gibt es einen Englischtest, aber sie meint halt auch, dass man davor keine Angst haben muss, denn dieser Englischtest ist eigentlich nicht schlimmer als so eine Klausur in der Schule, aber halt eher aufs Mündliche basiert und deshalb habe ich da jetzt auch nicht so großen Schiss vor. Ja, ich bin halt einfach nur generell so aufgeregt. Kommen wir nochmal kurz zu den Preisen, weil ich weiß, dass das so viele Fragen werden. Und zwar ist es so, dass bei jeder Organisation das unterschiedlich ist. Es gibt halt drei Sachen meistens. Classic, Select and Private. Und zwar ist Classic, dass du in den USA halt überall platziert werden kannst. Das ist die am meisten meist empfehlte Vorgang. Also, dass man halt offen ist und überall hin kann, weil sie auch zu mir meinte, dass es nicht wichtig ist, wo man ist, sondern mit wem man da ist. Und bei Classic ist es halt am günstigsten. Bei Select kann man sich die Region oder den Bundesstaat aussuchen. Und dann gibt es zum Beispiel noch Top Schools. Das kostet bei Step In zum Beispiel 1.900 Euro mehr, dass man halt nur in die besten Schulen kommt, so 50 von 1.000 besten Schulen oder so. Dann gibt es halt auch noch so Basic und so weiter, da müsst ihr euch einfach mal reinlesen, ich kann nicht alles erklären, da gibt es 1000 Programme und so weiter. Und dann gibt es noch Private, das sind Privatschulen und Internate, das ist dann extrem teuer, wenn man sich die aussucht, kann es auch schon mal so 60.000 werden, 50.000, manchmal auch bis zu 80.000 und so weiter. Bei Classic ist es auch total unterschiedlich, da kann es in den USA 8.000 kosten, da kann es 7.000 kosten, bei manchen Organisationen kostet es dann vielleicht aber auch 15.000 bis 18.000 Euro. Und ja, es kommt halt darauf an, was du für Wünsche hast, ob du Allergien hast, das wurde nämlich auch gefragt, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe und so weiter. Also das ist so ein, die versucht dich kennenzulernen, um dich an eine Gastfamilie zu übermitteln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so werden wird, was ich für eine Gastfamilie habe. Und sie hat auch gesagt, ich darf mir wünschen, ob Tiere in meiner Gastfamilie sind oder nicht. Und ich so, bitte, unbedingt. Ja, das war jetzt so das Grobe und Ganze. Vor allem zu den Preisen, glaube ich, werden die meisten Fragen gestellt, da, ja, das halt einfach so am interessantesten ist. Es gibt total viele Möglichkeiten, das zu unterstützen, wenn die Eltern keine Zeit haben. Zum Beispiel kann ich euch mal einen Link in die Infobox setzen und dazu mal kurz etwas schreiben. Das ist nämlich Crowdfunding und das kann man halt auch machen. Und das habe ich halt auch mal gemacht, also einfach mal ausprobiert. Ja, könnt ihr mal durchlesen. Okay, das war's jetzt mit meinem Video und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wahrscheinlich nicht mit einem Auslandsjahr-Video, aber in den nächsten Jahren werden extrem viele Auslandsjahr-Videos kommen, wenn ihr wollt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.